Zu den Kameras. Wie konnte ich das übersehen? Da waren wir ja gar nicht weit entfernt. Keiner da. Doch. Jetzt einmal hier rein. Hier rein. Oh, hallo. Panzerung aufgenommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dich auch noch. Hier stand doch jetzt... Hier geht's weiter. Ich sehe es gerade. Tschüss. Ah ja. Schlüsselcode 6724 erhalten. 6724. Ich setz mal lieber meine Brille auf. Sonst war es das gleich mit uns. Hopp. Zu den Kameras. 6724. Tür aufgeschlossen. Dankeschön. Die Integritätsprüfung wurde abgebrochen. Das Lasersystem der Büroebene ist aktiviert. Ist aktiviert. Tür zum Balkon finden. Das Lasersystem der Führungsebene ist aktiviert. Balkon. Ich würde gern zum Balkon. Balkon. Zeigt mir, wo der Weg ist, junger Padawan. Hier ging es in diesen Serverraum, wo wir eben gerade waren. Sieht so aus, als wenn das jetzt alles deaktiviert wäre. Vielleicht hier durch. Hier kamen wir ja gerade her. Hier geht's noch weiter. Aber für uns nicht. Ah, Tür zum Balkon. Irgendwo hier muss diese Tür ja sein. Da waren wir drin. Hier ist nochmal die Kamera. Ist das die Tür zum Balkon? Nein. Prüfvorgang in 3 Minuten abgeschlossen. Dann wieder zurück. Exit. Das sieht gut aus. Zwischenspeicherpunkt. Sehr schön. Oha. Also, Q-Bomb auf Mayos Computer installieren, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir hier sind. Darüber springen, das sieht aber ziemlich weit aus. Oder man geht hier unten. Kann ich mich irgendwo sonst auch hier hochziehen vielleicht? Ach so. Wir fahren im Aufzug. Oder auch nicht. Ah, jetzt können wir hier rüber gehen. Ich verstehe. Und sind auf einem weiteren grauen Dach. Aber sieht schön aus von hier oben. Aber ich glaube, der Sinn war ein anderer. Ich glaube, wir hätten eher auf den Fahrstuhl da raufspringen sollen. Der bringt uns nämlich nach oben. Mayos Computer. Mayo ist ja der Boss. Wo hat er sein Büro? Ganz oben, ne? Der alte Schlawiner. So, fahr! Oder willst du doch? Er fährt mit uns. Das werde ich mir auch gleich denken können, ne? So. Einmal Tour auf und rein da. Der Lüftungsschacht. Natürlich war er genau über dem Fahrstuhl platziert. Und wir sind in einer Bücherkammer, im Bücherraum. Und sollen jetzt diesen Q-Wurm auch nochmal auf Mayus Computer in der Boss-Etage installieren. Prüfvorgang in 1 Minute abgeschlossen. Ach, diese blöden Laserdinger. Leckt mich doch. Eine Weste haben wir doch, aber trotzdem. Nochmal eine drüber ziehen. Dann sind wir auf der sicheren Seite.
Das sieht doch nach Boss Entry aus. Der Raum ist aber leer. Auftrag ausgeführt. Was ist denn da oben los, James? Auf der Goldwaldstraße wimmelt es nur so von Sicherheitsleuten. Was? Tut es das? Exit. Es wurden noch nicht alle Aufgaben erfüllt. Wieso? Wir haben doch den Q-Wurm installiert. Stopp. Anhalten. Prüfvorgang in 10 Sekunden abgeschlossen. So ein Mist. Jetzt habe ich keine Waffe in der Hand gehabt. Ich will hier raus. Was ist denn das für ein Scheiß? Hör mal. Schnell unseren Code Reader hier aktivieren. Wenn eine Tür mit einem Code gesichert ist, heißt das meistens, dass man nah am Ziel ist. Oder zumindest etwas Wertvolles dahinter steckt. Boss-Schreibtisch. Oh, und noch eine Waffe aufgenommen. Hab ich gleich gesehen. So. Zack, rein da. Über das Dach entkommen. So, ich hoffe, das überleben wir. Ich nehme jetzt mal meine schöne Knarre in die Hand. Versuche mich jetzt mal hier irgendwie rauszuschleichen, ohne vielen Leuten zu begegnen. Alarm ist sowieso ausgelöst, von daher eigentlich brauche ich mir auf diese Dinger ja auch gar nicht mehr achten. Ich weiß aber nicht, ob die schießen können. So, da drüben stand Exit dran. Hopp, 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 hopp. Du musst hier raus, James. Das ist deine Falle. Das habe ich mir schon zusammengereimt, als der Helikopter deines Freundes mich fast vom Gebäude geschnipselt hätte. Ray könnte Mayhew Safe ohne das Kennwort nicht öffnen und er wird dir die Nightfire-Dateien keinesfalls überlassen. Diese Treppe führt direkt zum Dach. Du wirst dort im Hubschrauber einen Fallschirm finden. Das ist deine einzige Chance zu entkommen. Okay. Wenn Drake dir auf die Schliche kommt. Glaubst du, du bist der einzige Spion, der sich jemandes Vertrauen erschleichen kann? Jetzt geht das schon wieder los. Es ist ja nicht so, dass wir gerade verfolgt werden. Geh jetzt. Und da stehen eine ganze Menge Leute. Und diese ganze Menge hat uns gerade getroffen. Wir hatten ja nicht mehr viel Leben. Mist. Wiederholung, zwangsweise. Extra Runde, Button geblieben, gestorben, hängen geblieben, nochmal spielen, von vorne. Da sieht sie uns und ist erstaunt. Aber jetzt geht es ja eigentlich ganz schnell. Wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Von daher. Fahrstuhl, komm zu mir. Ich brauche dich, denn Flügel habe ich keine. Da kommt er. Und. Ah, fast runtergefallen. Das wäre es dann noch gewesen. Bei der ersten Herausforderung, dem Fahrstuhl, schon gestorben. Das muss man sich echt mal hier reinziehen. Also das ist ja lächerlich, geht's ja noch lächerlicher geht es nicht mehr. Man könnte doch auch hier raufspringen, oder? Durch die Seite. Ich wollte gerade sagen, noch lächerlicher geht's nicht mehr wegen diesem Lüftungsschacht. Aber hier komme ich auch nicht rein. Schusssicheres Glas. Hier kann ich auch nicht weiter hochspringen oder so. Das war's. Naja, ich dachte, es wäre noch ein 007er Weg gewesen. Aber ich möchte trotzdem nochmal die andere Seite ausprobieren. Vielleicht ist da ja tatsächlich was. Weil bei diesem Spiel ist es wirklich so. Es sind extra Wege versteckt sozusagen, damit man sich noch schlauer vorkommen kann, als es ohnehin schon der Fall ist. Wenn man dieses Spiel spielt. Man möchte denn auch irgendwie ein Geheimagent sein. Aber auch hier ist kein Eindringen. Dann bleibt uns doch nur der blöde Lüftungsschacht. Ich hätte gedacht, es würde auch anders gehen. Ja, jedem, der bei diesem Anblick schwindelig wird. Ihr solltet niemals einen hochrangigen Job bekommen, denn die meisten Bosse sitzen ja oben. Daran müsstet ihr euch gewöhnen.
Und jetzt auf den Fahrstuhl und in den billigen Lüftungsschacht, der zufällig offen und ungesichert ist und direkt über dem Fahrstuhl prangt, wie in fast jedem Büro. Zack, und drin sind wir. Jetzt ein bisschen Beeilung. Wo waren wir als erstes? Wir waren als erstes, glaube ich, bei diesem Schuppen. Da waren wir drin, aber ich lasse ihn mal zu. Eben gerade sind da ja Sicherheitsleute ohne Ende gekommen. Ich will diese Tür nochmal finden, die gesichert... Prüfvorgang in 10 Sekunden abgeschlossen. 10 Sekunden, schön. Die gerade gesichert war, das war die hier. Schockwaffe, Laser, Enterhaken. Da haben wir unser Dekodierer oder wie auch immer man ihn nennen mag. Leben haben wir jetzt auch ein bisschen mehr als vorher noch. Wenn wir das bewahren können. Hier lag jetzt irgendwo eine Waffe, die habe ich gar nicht gesehen im Dunkeln. Ach, wieder so eine dicke Panzerfaust. Na, da weiß ich ja schon, was kommt. Irgendwas, irgendeine Maschine oder was, die wir da wieder zerstören dürfen. Oder die Helis auf dem Dach. Wenn wir die auch zerstören sollen. Q-Worm installiert. Und jetzt geht's weiter. Übrigens, also ich frage, was das hier für ein Rasierer ist, ne? Der, ich dachte, der kann schocken. Was ist denn das? Ich habe mal in Erinnerung gehabt, das war auch nochmal so eine Art Schocker. Jetzt habe ich den nicht mehr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Egal, ich weiß es nicht. Ich muss mir nur mal angucken, wofür der nochmal gut war. So. Jetzt wieder zu dieser großen Tür. Hier war sie. So, ich habe die Vermutung, hier sind auch irgendwelche Wärmestrahlen oder was gewesen. Jetzt möchte die Tür aber nicht mehr aufgehen. Ja. Das sind die Laser. Auftrag ausgeführt. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt schnell zum Ausgang. Was fehlt jetzt noch? Ziele. Nightfire-Daten vom gesicherten System herunterladen. Habe ich das nicht gemacht? Hier waren noch gerade drüben. Ist es jetzt das System oder ist es das Hauptsystem gewesen? Muss ich nochmal schnell nachgucken. Was ist denn da oben? Jetzt! Jetzt nochmal schnell zum Ausgang hier. Zack, zack, zack. So, keine Sicherheitsleute. Das kippen wir, das kennen wir ja schon. Und eine schnelle Entdeckung. Na, ah, Mist. Ich verstecke mich hier hinter. Oh, und ich schaff's wieder nicht. Shit, das ist echt krass. Also da fehlt uns irgendwie noch eine Schutzweste oder so. Weil du kommst auf das Dach rauf und dann zack, zack, bist du tot. Also nochmal ein Powerspeed jetzt. Auf den Fahrstuhl. Komm schon, hopp, hopp, hopp. Ach, diese James-Bond-Mission. Also mit einmal durchspielen ist es hier nicht mehr getan. Jetzt durch dieses obligatorische Lüftungsfensterchen durch. Und rein da. Und nochmal rein da. Und an dem Laser vorbei zu Drakes Computer. Ich dachte, oder nicht Drakes, Mayus Computer. Wo ist denn jetzt schon wieder? Habe ich hier schon wieder die Orientierung verloren hier? Unglaublich. Hm? Da war doch gerade nochmal so ein netter Schlüssel. Oder war das erstmal durch die Tür? Minuten abgeschlossen. Und dann hier rein irgendwie. Nee, da kam er raus. Labyrinth. Da kam er raus. Und da können wir auch raus. Ja, aber das war ja... Das war ja dieser Konferenzraum. Der ist ja unwichtig. So, jetzt gehe ich hier raus. Gehe hier zu dieser Tür. Und gehe hier rein und da rein. So. Schockwaffe, Laser, Enterhaken und das... Dekodiergerät oder Dechiffriergerät oder wie auch immer das hier heißt. So. Und aufmachen. Zack, zack, zack. Erste Zahl, 5. Zweite Zahl, 5. Dritte Zahl, 0. Vierte Zahl, nochmal 0. 5, 5, 0, 0. So, Waffe aufsammeln. Wichtig.
an den Computer gehen. Wichtig. Q-Worm ist installiert. Wichtig. Prüfvorgang in einer Minute abgeschlossen. Ja, deine Prüfvorgänge kannst du auch von mir aus jetzt abschließen. Die große Panzertür, die war jetzt wo nochmal? Also in diesen Gängen hier, die sehen ja alle gleich aus. Tür aufgeschlossen und Tür aufgemacht. So. Jetzt behalte ich mal fix meine Wärmebildkamera im Auge. Was ist denn da oben los, Jakes? Auf der vorderen Straße wimmelt es nur so von Sicherheitsleuten. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Wo war jetzt der Ausgang? Hier. Du musst hier raus, Jane. Das habe ich mir schon zusammengereimt, als der Helikopter deines Freundes mich fast vom Gebäude geschickt. Ja, sicher. Und jetzt ducke ich mich hier hinter. In der Hoffnung, dass man hier nicht getroffen wird und wähle meine Waffe aus. Betäubungsfall ist hier nicht so angesagt, glaube ich. Her. Und den auch noch. Die Herrschaften da hinten. Die kriege ich doch niemals. Jetzt habe ich auch noch Nachladen gedrückt. Ich bin so blöd. Wenigstens bringt er mir seine Waffe vorbei. Nochmal. Getroffen. Getroffen. Die letzten noch, komm schon. Munition habe ich keine mehr. Doch. Ich lad mal schnell nach. Wow. Nochmal schnell Munition holen. Ah, ich glaub's nicht. So, jetzt sollte ich mir den Fallschirm holen. Der in dem Heli ist. Da ist er. Und jetzt? Will jetzt mit dem Fallschirm hier runterspringen oder was? Ernsthaft? Sieht aber nicht gerade irgendwie danach aus, als wenn das hier so gewollt ist, dass ich jetzt hier gleich runterspringe. Naja, ich versuch's mal. Ah, Mission erfüllt. Sehr schön, war doch so gedacht. Der ist jetzt gerade mal in die Kamera ausgegangen, Entschuldigung. Tut mir leid, so hereinzuplatzen, aber würden mich die Damen vielleicht ein Stück mitnehmen? Natürlich. Schwachsinn. Glückwunsch, du hast eine Silbermedaille gewonnen. Und wieder unter den 500.000 bzw. 1 Million. Das ist ja eigentlich das Platin-Ziel. Also wieder ein sehr schlechtes Ergebnis, aber bei meiner Spielweise kein Wunder. Ja. Das heißt, wir speichern und bekommen unsere mehr oder weniger großen Belohnungen. Jetzt haben wir die Belohnungskarte Kiko bekommen und das MP-Szenario Team Killing of the Hill. Ja, schön. Weiter mit der nächsten Mission Kettenreaktion. Aber das in der nächsten Aufnahme. Ich entschuldige mich nochmal kurz für den kurzen Kameraausfall und es geht weiter mit der Kettenreaktion.